Frühmorgens auf dem Stöckerhof im Bergischen Land. 130 Milchkühe warten auf Lambert Stöcker. Milchbauern wie er müssen zeitig aufstehen. Es gibt viel zu tun. Kälber versorgen, Kühe melken, Futter zusammenschieben, Stall säubern. Seit 6 Uhr morgens arbeiten Bauer Stöcker und sein Sohn Matthias auf ihrem Hof. Wie immer Seite an Seite, 7 Tage die Woche. 3 Milchpreiskrisen haben die Bauern seit 2009 schon hinter sich. Die nächste bahnt sich an. Und wenn Sie morgens aufstehen und wissen, jede Woche, jeden Tag, jeden Samstag, jeden Sonntag, jeden Feiertag, am Wochenende nur, an den Feiertagen nur 6 Stunden Arbeit, an den anderen Tagen 10 bis 12 Stunden Arbeit. Und wenn Sie dann wissen, dass Sie morgens oder abends weniger Portemonnaie haben wie morgens, dann tut das weh. Es tut verdammt weh. Und man kommt in eine Situation, wo ich viele Nächte nachts nicht geschlafen habe. Man macht den Beruf, den man sich gewünscht hat, wo man dann alles für gegeben hat. Und dann, man arbeitet auch viel körperlich, es ist nicht ganz ohne. Man arbeitet viel, jeden Tag, Wochenende, Sonntage, Feiertage, wie er sagte. Und es kommt nichts bei rum. Ja, kein schönes Gefühl. Familie Stöcker im Bergischen Land ist eine von 3 Bauernfamilien, die wir ein Jahr lang begleiten werden. Für alle stellt sich die Frage, wie lange halten sie dem Druck noch stand? Müssen sie wegen der Milchkrisen aufgeben oder finden sie eine Alternative? März 2017. Nach den ersten 3 Arbeitsstunden des Tages ist Frühstückszeit und Lagebesprechung. Lambert Stöcker, seine Frau Gisela, Sohn Matthias und Halbtagskraft Anja arbeiten auf dem Hof. Ja, was fangen wir gleich an? Was machen wir? Ich habe noch eine Kuh zu besorgen. Dann haben wir die Beleuchtung futterdicht. Ist. Die neuen Röhren noch hier liegen. Also ja. Und dann ist die Scheibe, glaube ich, am... Ja, Trecker ist noch nicht fertig, genau. Am Trecker, mal gucken. Kaputt. Vielleicht gehen wir dann da noch dran. Dann ist der Tag schon fast um, denke ich. Ja. Ab 18 Uhr dann noch das abendliche Melken und Kälberfüttern. Ein langer Tag. Das heißt dann von 6 Uhr bis 20 Uhr? Ja. Außer halt die kurze Mittagszeit, Frühstückszeit abziehen. Aber es ist, kommt da schon einiges an Stunden zusammen. Plus eine hohe körperliche Belastung und der Milchpreisdruck. Während der Milchpreiskrise 2015 bis 2016 hat der Milchviehbetrieb der Stöckers 130.000 Euro Minus pro Jahr gemacht. Immer mehr Bauern halten diesen Druck nicht aus. Ich habe 2 Kollegen, die haben sich das Leben genommen. In meinem Alter. Die sind mit dieser Realität, sie haben es sich anders erwünscht, erhofft. Schöne Höfe, gepflegte Tiere, alles in Ordnung. Ich kenne diese Betriebe. Und die haben sich das Leben genommen. Haben Familien, beide Kinder, Frau und Kinder. Aber die haben keinen Ausweg. Und die haben keinen Ausweg mehr gesehen. Die Sozialversicherung für Landwirte weist seit 2015 auf die zunehmende psychische Überlastung von Bauern hin. Für Lambert und seine Familie ist klar, es muss sich etwas ändern. Auch für sie. Der Hof von Familie Probst in Euscheid ist ebenfalls bedroht. Ebenso wie ihr seelisches Gleichgewicht und ihr Selbstverständnis als Bauern. Der Familienbetrieb besteht aus Vater Rainer, Sohn Stefan und Mutter Gabi. Ich finde es so schade, dass man jetzt hier eine schöne Landwirtschaft betreibt, wo man ja noch seine Tiere kennt, wo man jetzt keine fremden Arbeitskräfte braucht. Man ist halt verbunden mit dem Tier. Das ist familiär. Wieso werden solche Betriebe massiv zerstört? Weil es ist für mich kein normaler Strukturwandel, das ist ein richtiger Strukturbruch, was im Moment passiert in ganz Europa bei den Bauern. Und das finde ich nicht richtig.
Ein niedriger Milchpreis führt dazu, dass Bauern wie die Probsts sich für ihre Arbeit verschulden müssen. Das ist schwer zu begreifen. Den letzten Sommer fand ich jetzt ganz schlimm. Die Milch, 19 Cent, haben wir bekommen von unserer Molkerei. Und ich wusste nicht mehr, da flatterten jeden Tag Rechnungen rein. Dann war das Dünger und Tierarztkosten und Dieselrechnungen und dann wieder Ersatzteile für Maschinen, Traktoren. Das hat uns alle sehr belastet, weil es eben jetzt auch schon die dritte Krise in Folge war. Und weil man irgendwann ist auch Ende und man kann nicht mehr. Es war ganz schwierig, die Zeit auch psychisch, weil man immer gedacht hat, was wollen die eigentlich mit einem? Wo wollen die einen hinhaben? Wie geht das weiter? Wohin führt die Reise? Meine Mutter war immer sehr geknickt, wenn wieder das Konto auf Null war oder im Minus. Und mein Vater konnte da wesentlich besser mit umgehen. Aber trotzdem eine schwierige Zeit, weil jeder wusste, mein Vater wusste, wir arbeiten für nichts. Wir arbeiten im Prinzip nur für die Bank und für die nachhaltenden Leute. Also Futtermittelhändler und alle haben immer ihr Geld bekommen. Aber selber hat man nichts gehabt zum Leben. Man konnte gerade so, dass man satt wurde. Also wir haben keinen Hunger gelitten, aber trotzdem, da war nicht viel mehr drin, wie zu Hause bleiben und arbeiten und so wenig Geld ausgeben wie möglich und so viel selber machen wie möglich. Bauernfamilien wie die Probsts sehen sich selbst als diejenigen, die unsere tägliche Ernährung sicherstellen. Dass das mit so wenig Geld honoriert wurde wie während der letzten und heftigsten Milchpreiskrise von 2015 bis 2016, das kannten sie noch nicht. Das macht bitter. Die Krise fing an und dann hat sich rauskristallisiert, dass wir am Jahresende mindestens um die 50.000 Euro Minus haben und eben auch keinen Verdienst, aber trotzdem noch 50.000 Euro Kredite neu aufnehmen mussten, nur um die Kiste hier am Laufen zu behalten. Sonst macht man Schulden, wenn man Land kauft oder wenn man einen Traktor kauft oder einen Stall baut, wo man was hat, einen Gegenwert hat. Und das war, hier waren eben nur Schulden für die Liquidität zu erhalten. Also man hatte keinen Gegenwert. Das Geld war weg und es war kein Traktor da, den man irgendwann wieder veräußern konnte. Und also es war ja keine Deckung da. Und das war das, was mir so Bauchweh getan hat. Das war das erste Mal, dass wir Geld aufnehmen mussten, nur für das wir am Leben bleiben. Damit war der Hof nicht alleine. Das Leiden ist auf nahezu allen Milchhöfen zu Hause. Die Bauern geben das ja nicht zu erkennen. Die fressen ja alle in sich rein und sind ja auch viele, die sagen, in den psychischen Fachkliniken wäre Bauer mit der größt verbreitete Berufsstand, was das Problem angeht. Und das ist schon erschreckend, das hat es früher nicht so gegeben. 50.000 deutsche Bauern leiden unter Burnout. So die Sozialversicherung für Landwirte. Familie Probst ist längst klar, so weit darf es nicht kommen. Aber was ist die Alternative? Der Verkauf der geliebten Tiere? Am nächsten Tag ist Rainer Probst unterwegs zu einem Bauern, dem es noch schlechter geht. 30 Kilometer entfernt, in Obergeckler, ist er mit seinem Kollegen Kurt Kotz verabredet. Der hat 100 Kühe und hat sich kurz vor der letzten Milchkrise für Stallneubauten hoch verschuldet. Rainer will wissen, wie es seinem Kollegen geht. Hallo Rainer. Hallo. Ja, mal den nächsten Start gucken, wa? Ja, können wir machen. Was soll so ein Dummer machen? Kurt Kotz Problem. 2015 wurde sein neuer Jungviehstall fertig. Für den hat er einen hohen Kredit aufgenommen. Kaum waren die Arbeiten beendet, kam die Krise. Und die Milchpreise sanken unter 20 Cent pro Liter. An ein Rückzahlen der Schulden ist seither nicht mehr zu denken. Hier mit den Kühen auf Stroh, die Kühe haben es schon gut hier. Ja. Die Kühe haben es prima, die brauchen sich keine Sorgen zu machen. Die kriegen jeden Tag ihr Futter, werden versorgt, haben ein weiches Bett. Das ist das, was die gerne hätten. Es funktioniert auch gut, aber für uns selber bleibt da unterm Strich nichts. Der Kredit beträgt rund 500.000 Euro.
Und zusätzlich macht Kurt Kotz jeden Monat, indem er mit der Milch kein Geld verdient, noch mehr Miese. Täglich schuften, ohne verdienen. Das Ganze läuft aktuell nur, solange die Bank mitmacht. Das ist auch die Befürchtung, die man hat, wenn irgendwann die Bank kommt und sagt, so, jetzt ist Schluss. Entweder du bist in der Lage, die Darlehen zurückzuzahlen, zusätzliche Finanzierungshilfen gibt es nicht mehr, dann haben wir ein massives Problem. Das Damoklesschwert ist ständig präsent. Der Jungviehstall war nur eines von zwei neuen Projekten. Auch für die Kälber wollte Kurt Kotz ein besseres Zuhause bauen lassen. Luftiger, mit mehr Auslauf. Die Milchkrise hat das bereits begonnene Projekt gestoppt. Aus Geldnot hat Bauer Kotz allen Gewerken abgesagt und muss nun selbst weiterbauen, neben der täglichen Arbeit. Während er auf dem Hof etwas Neues aufbaut, wird er innerlich mürbe. Das geht schon sehr an die Substanz, das merken auch hin und wieder mal Außenstehende, die dann auf dem Betrieb sind, wie zum Beispiel auch der Tierarzt, der dann auch schon mal feststellt, dass die Nerven blank liegen, insbesondere dann, wenn dann im Viehbereich auch mal was schiefgegangen ist, dann spüren die auch und äußern sie auch schon mal in die Richtung, oh, du bist aber heute schlecht drauf, weil die das dann auch feststellen. Kann ja auch nicht anders sein. Bei der Arbeitsbelastung immer am Limit und nervlich eben auch, weil man ja dieser Tatsache nicht entgeht, dass es finanziell auch irgendwo immer eng ist. Kotz sitzt in der Falle. Er hat, wie viele Kollegen, geglaubt, dass der Markt sich erholen würde. Auch weil er mit Leib und Seele Milchbauer ist und bleiben will. Was würde passieren, wenn er aufhören müsste? In allererster Linie das Herz brechen, wenn ich das sehe. Der Betrieb ist schon von jeher in der Hand der Familie. Der Ort hier ist angeblich, also laut Ortschronik, von 7 Brüdern gegründet worden. Und einer meiner Vorfahren war einer dieser Brüder. Und wir sind im Prinzip einer von 2 Betrieben, die übrig geblieben sind aus dieser Historie her. Aber wenn man jetzt auf dem Weg hier ausscheiden würde, nee, also das wäre schon, ja, mental eine Katastrophe. Ob der Bauer es schafft, die drohende Katastrophe abzuwenden? Wir werden ihn in 2 Monaten wieder besuchen. Zurück im Bergischen Land, nahe Köln, Mai 2017. Die Kühe der Stöckers sind auf der Weide. Im Stall montieren Sohn Matthias und Vater Lambert Neonröhren. Die alten sind kaputt. Das bringt man sich selber bei. Einfach mal probieren und dann klappt es irgendwann. Und für jede Kleinigkeit irgendwen rufen, der es repariert, ist ja gar nicht drin hier. Mit Sohn, Vater und einer Halbtagskraft ist der Hof schmal besetzt. Mehr Personal können sich die Stöckers aber nicht erlauben. Auch bei Dienstleistungen sparen sie. Das kostet viel Zeit und Kraft. Also ich kann das noch recht gut wegstecken. Ich komme noch klar damit. Aber wie mein Vater zum Beispiel, der wird vermutlich mal ordentlich Probleme schon damit haben. Und dann sind Sie allein. Ja, wenn er weg wäre, schon, ja. Kann ich mir zwar überhaupt nicht vorstellen, wie das klappen soll. Kann auch nicht klappen alleine. Aber da habe ich mir noch nicht allzu viel Gedanken drüber gemacht. Was wäre, wenn ich hier alleine wäre? Ob dann einer herkommt, Festangestellter, ist ja finanziell auch nicht möglich. Also da hätte ich momentan auch keinen Ausweg jetzt, was dann passieren würde. Also jetzt kann ich eigentlich froh sein, dass wir zu zweit sind, aber alleine klappt das nicht. Für die Familie ist klar, bevor Vater Stöcker nicht mehr kann und ausfällt, muss er mit seinem Sohn nach anderen Lösungen für den Betrieb suchen. Die Milch ist längst keine Existenzgrundlage mehr. Im Gegenteil, der Schuldenberg der Familie wird immer größer. Stöckers fahren deshalb heute zu einem Hühnerhof. Vielleicht wäre das eine Alternative zu den Kühen. Auf Gut Lehrbach, eine Stunde von den Stöckers entfernt,
hält Bauer Michael von Elst Freiland Hühner in einem sogenannten Hühnermobil. Kein fester Hühnerstall, sondern mehr so etwas wie ein Wohnwagen für Federvieh. Ein festes Gebäude muss man heute nicht mehr bauen. Und er kann die Eier für 40 Cent das Stück verkaufen. Das lohnt sich. Man muss ja einfach sagen, hier, die Hühner sehen einfach sehr gut aus, gepflegt aus. Wenn die glücklich sind, dann weiß ich also nicht mehr. Ja? Das durften, in meinen Augen durfte das mit Sicherheit glückliche Hühner sein. Das ist doch, da geht mein Herz auf. Ich. Aber das, Matthias, dann muss die auch Spaß machen. Das nützt nichts, wenn du mir das nicht schwörst. Ja. Hat da hier in so einem Stall, da 10.000 Euro Abschöpfung drin sind. Aber das ist natürlich auch wie im Leben. Du musst konsequent machen. Und die Leute bezahlen das. Mir würde es persönlich sehr Spaß machen, auf jeden Fall. Wenn ich das so sehe, kann nur Spaß machen, solche Tiere rumzuhaften. Man sieht ja, wie es den Tieren geht. Hühnermobile statt des Kuhstalls? Vielleicht wäre das die Rettung für ihren Hof. Weitermachen wie bisher, das ist auch für Familie Probst aus der Eifel keine Option. Es würde bedeuten, den Hof sehenden Auges in den Ruin zu treiben. Deshalb haben Gabi, Rainer und Sohn Stefan beschlossen, alles auf eine Karte zu setzen. Und für 1,2 Millionen Euro einen kompletten Neuanfang zu wagen. Wir bestellen unseren Betrieb auf Bio um und werden hier dann 12.000er Bio-Legehennenstall bauen, der dann praktisch hier runter soll stehen und nach oben sollen die Hühner mit dem Auslauf kommen. Und natürlich haben wir auch Bedenken, für hier 1,2 Millionen Euro in die Hand zu nehmen. Und jetzt wird es eine neue Dimension, wo wir uns schon massiv verschulden werden für die nächsten 10, 15 Jahre. Mit der Hühneridee lief Familie Probst bei den Banken offene Türen ein. Und das mit gutem Grund. Ein lokaler Abnehmer garantiert ihnen über 10 Jahre feste Eierpreise. Durch das bisschen Sicherheit, den Vertrag mit dem Regionalvermarkter von den Eiern, ist der Schritt auch leichter gefallen, hier zu investieren. Und das hat man ja jetzt gar nicht, wenn man an irgendeine Molkerei seine Milch abgibt und 4, 6 Wochen später erst gesagt bekommt, was kriegt man dafür. Da hat man ja gar keinen Plan mehr. Also da muss man ja mit allem rechnen. Die Ironie an der Geschichte. Nur weil Rainer Probst sich immer gescheut hat, seine Ställe aufwendig zu modernisieren, geht das alles. Da er bisher nur 50.000 Euro Schulden gemacht hat, ist die Familie noch kreditwürdig. Am Anfang, wo ich in der Lehre war, fand ich das immer schade, weil man das immer gesehen hat bei den anderen. Die besseren Betriebe, Laufställe fand ich immer ganz toll. Und umso älter ich wurde, umso mehr war ich froh, dass mein Vater sich nicht getraut hat, zu investieren, weil man jetzt sieht, wo es hingeht mit der konventionellen Milch. Na komm! Na komm! Na komm! Na komm! Die Flucht nach vorn scheint der einzige Ausweg zu sein. Für den Millionenkredit haben die Probstens ihren gesamten Besitz mit Hypotheken belastet. Auch die Milchviehhaltung wird auf Bio umgestellt. Das bedeutet stabile Milchpreise und damit Rentabilität. Es hat aber auch eine traurige Seite. Die Herde muss halbiert werden. Biokühe brauchen mehr Platz, das ist Vorschrift. Keiner will die Tiere abkaufen, so bleibt nur der Schlachter. Einige Tiere sind schon weg. Morgen ist wieder Abtransport. Jungbauer Stefan muss entscheiden, welches der geliebten Rinder gehen muss. 4 Stück muss ich heute raussuchen, die weg müssen. Jetzt habe ich da eine, da vorne steht noch eine, die eventuell auch, wenn ich keine andere mehr finde. Aber sonst ist die halt auch nächste Mal. Gott spielen, ne? Ja, ist eklig. Du siehst ja, die Kuh ist noch fit, die frisst noch, die weiß gar nicht, was dir geschieht jetzt im Moment. Was das heißt, dass ich die hier auf den Zettel geschrieben habe. Macht keinen Spaß. Kühe aussortieren. Naja. In wenigen Monaten soll die Herde statt 65 nur noch 30 Kühe zählen.
Dann werden die Probstens Bio-Milch- und Hühnerbauern sein. Wenn alles gut geht. Sommer 2017. Hofherr Kurt Kotz und sein Sohn Christian hatten 2014 mehr als 500.000 Euro in neue Viehställe und eine Melkanlage investiert. Hat sich in den Monaten seit unserem letzten Besuch etwas verändert? Im Moment kriegen wir 35 Cent. Das reicht mal jetzt, um die laufenden Rechnungen zahlen zu können. Aber um damit wirklich was anzufangen, um Darlehen zurückzuzahlen, da ist immer noch Fehlanzeige. Der Preisanstieg ist nicht mehr als ein Hoffnungsschimmer. Ob der Preis stabil bleibt, sehr ungewiss. Die Situation bleibt fatal. Es gibt kein Zurück mehr. Die Darlehen müssen ja bezahlt werden und abbezahlt werden. Und es ist ja so langfristig, das geht ja schon in meine Generation mit über, auch von der Planung her. Der 27-jährige Christian ist Teilhaber des Hofes. Und er steckt mit in der Schuldenspirale. Auch wenn Vater Kurt nichts dafür kann, er macht sich Vorwürfe. Dann fragst du dich schon, wäre es nicht verantwortungsbewusster gewesen, den Christian daran zu hindern, den Schritt zu machen? Diese Frage stellt man sich da schon. Das ist gar nicht so einfach, da eine Antwort drauf zu finden. Für die Umstellung auf Bio erfüllt der Hof von Familie Kurz die Voraussetzungen nicht. Also kein Ausweg in Sicht. Bauer Kurz baut weiter am Kälberstall, hält sich daran fest und grübelt weiter. Ich war damals Mitte 50, jetzt such dir mal mit Mitte 50, wenn du nichts anderes gelernt hast, ein Job, ist mit Sicherheit nicht so einfach. Von daher haben auch die Perspektiven gefehlt. Nur wenn wir jetzt nochmal, sage ich mal, das Jahr 2013 oder 2014 hätten, mit den Erfahrungswerten von heute, dann würde ich sagen, dann wäre bei uns kein neuer Stall gebaut worden. Im Gegenteil, dann würde auch der alte leer stehen. Davon gehe ich aus. Kurz Finanzen und seine Gesundheit hängen vom Milchpreis ab. Steigt er auf Dauer, gibt es eine Zukunftsperspektive. Ansonsten sieht es düster aus für den Betrieb. Im Bergischen Land auf dem Hof Stöcker, August 2017. Es ist Hofverkaufstag. Bauer Lambert ist auch Metzger, betreibt neben der Milchwirtschaft seine Hofschlachterei. Die bringt, anders als die Milch, Profit. Der wird in den Milchviehbetrieb gesteckt, um die Finanzlöcher zu stopfen. Einmal im Monat ist Ladentag. Ehefrau Gisela leitet den Verkauf. Spricht sich halt dermaßen gut rum und wir haben so eine riesige Kundendatei. Deswegen geht das auch nur mit Vorbestellung. Mindestens 4-5 Tage vorher muss bestellt werden, sonst schaffen wir das gar nicht abzuarbeiten. Und dementsprechend sind natürlich auch die Schlachtungen. Für ein oder zwei oder drei Tiere schlachten müssen. Richtet sich alles danach, wie viele Kunden bestellen. Die Stöckers überlegen seit der letzten Milchkrise, den Hofverkauf auszubauen, weil er sich lohnt. Aber Lambert Stöcker zögert. Er kann keinesfalls noch mehr arbeiten. Grundsätzlich müssen wir abwarten, was die politische Situation ergibt. Und also wenn das mit der Milchwirtschaft ein laufendes Auf und Ab gibt, mit Phasen von 18, 20 Cent pro Kilogramm Milch, müssen wir uns hier schon ernsthaft überlegen, das auszuweiten, weil man das andere eigentlich irgendwo nicht schaffen kann. Da denken wir also intensiv drüber nach, das auszubauen. Aber zwei Schienen, komplette Schienen, wie wir hier haben, werden wir also arbeitsmäßig, wir werden es einfach nicht schaffen hier auf dem Betrieb. Also man läuft hier arbeitsmäßig immer am Limit. Letzte Woche zu Vater, Sohn jeweils ca. 100 Stunden gearbeitet. Irgendwo, man läuft am Limit. Man läuft an der Kante. So. Nicht nur kräftemäßig ist der Landwirt an seiner Grenze. Er verliert auch den Glauben an seinen Beruf. Aber zumindest die Hofverkaufstage sind ein Trostpflaster. 40, 78. Man hat die Abschöpfung, die sonst der Handel sich irgendwo einsteckt, das haben wir über und man sieht, dass sich das Ding hier irgendwo rechnet und der ganze Zwischenhandel ausgeschaltet ist. Also persönlich tut einem das neben der Landwirtschaft, die manchmal sehr frustrierend ist, richtig gut. Um sich ernsthaft Gedanken darüber zu machen, ob die Metzgerei ihre Zukunft sein könnte, fehlt der Familie bisher die Zeit.
Zur selben Zeit wird am Hühnerstall von Familie Probst in der Eifel fleißig gebaut. Es geht voran. Es gibt eine neue Perspektive. Und das tut allen Familienmitgliedern gut. Wir waren genauso nah beim Aufhören wie beim Weitermachen. Und als dann die Möglichkeit kam, dass wir uns dann für die Hühner entschieden haben, das hat einen richtigen Push in Stefan hervorgerufen. Also man hat dann gemerkt, jetzt kommt nochmal was, wo wir eventuell auch den Betrieb retten können. Die Eltern haben die Verantwortung für das Millionenvorhaben nahezu komplett an den 25-jährigen Junior übergeben. Ja. Er hält bereits 51% am Hofbesitz. Jetzt fühlt er sich endlich wie ein Bauer, der etwas zu sagen hat. Und nicht nur auf die Milchpreise starrt. In der Zeit, wo man mit den Banken gesprochen hat, man hat gemerkt, man ist vielleicht nicht auf einer Augenhöhe, aber man muss halt probieren, auf eine Augenhöhe zu kommen und kann halt damit Fachwissen und mit Engagement bekommt man da auch viele Pluspunkte gesammelt. Jetzt bei einem der normaler Banker, der einfach nicht weiß, was mit dem Hühnerstall ist, der sieht einfach nur die Plus-Minus-Rechnung. Aber wie das funktioniert und worauf man achten muss, muss man denen alles erklären. Und dadurch stärkt man sich selber das Selbstbewusstsein. Man traut sich einfach mehr. Seine Meinung ist gestärkt. Oder meine Meinung ist gestärkt. Wird die Umstellung auf Hühner tatsächlich die Wende bringen? Im Herbst soll das Federvieh kommen. Die erste große Prüfung für die Milchbauern. In der Eifel läuft die Maisernte auf Hochtouren. Es ist September 2017. Kurt Kotz fährt auf dem Acker. Sohn Christian bereitet das Lager für das Getreide vor. Mutter Margret macht das Mittagessen. Die schwierige finanzielle Situation des Hofes bedrückt sie. Das Geld geht halt eben alles, ja, muss in den Betrieb halt eben gehen. Und ja, deshalb sind halt eben im Haus auch, was private Sachen jetzt anbelangt, ne, man hätte auch mal gerne, ja, auch mal gerne neue Möbel oder irgendwas. Das steht eigentlich immer nur zurück halt. Und das Ende der Entbehrungen ist nicht abzusehen. Alles fühlt sich hier wie Stillstand an, ohne Hoffnung. Wie viel Urlaub gab es denn die letzten 10 Jahre oder 5? Ja, man kann ruhig sagen, also die letzten 32 Jahre, wo wir verheiratet sind, wir waren einmal einig, dass wir jetzt eine Woche in Urlaub waren. Und das Ganze sind, wann war das? Vor 4, 5 Jahren? 4 Jahre, ja. Bei uns, weil wir als Kinder ja auch deswegen nie in Urlaub waren, ist es auch für uns auch, denke ich, gar nicht so ein Thema. Urlaub, man hat es nicht gekannt und deswegen hat man es auch nicht vermisst. Ne? Natürlich, wenn man mal ein paar Tage irgendwo hinkommt, ist das durchaus angenehm. Wann war deine Zone? In diesem Jahr waren 3 Tage Holland. Urlaub leistet sich auch Lambert Stöcker kaum. Aber er fährt manchmal zu politischen Veranstaltungen. Seit Jahren engagiert er sich dafür, dass die Politik etwas verändert. Und das neben seiner Arbeit als Bauer und Metzger. Seiner Gesundheit bekommt das nicht gut. Ich habe die letzten 4 Jahre, eigentlich die zweite, ja, nicht so schöne Krankheit. Erstmal hatte ich vor 4 Jahren eine Herzbeutelentzündung. Verschleppte Grippe, keine Zeit zum Auskurieren. 3, 4 Monate verschleppt, Lungenentzündung, Herzbeutelentzündung. Hab fast 1 Jahr gebraucht, bis ich wieder genesen bin. Das ist zum Glück komplett wieder genesen. Ja, mittlerweile eine Gürtelrose am Kopf. Wenn man ehrlich ist, man kommt ja aus dem Grübeln auch irgendwo auch nicht raus. So manche Nacht wird man wach und denkt, ja, wie lange muss man sich das irgendwo, muss und wie lange will man sich sowas antun? In dritter Generation ist Lambert Stöcker Bauer. Und noch nie war, soweit er weiß, die Landwirtschaft in einer so desolaten Verfassung wie jetzt. Wie viele habe ich weinend vor mir gesehen, weinend vor mir gesehen, die fix und fertig waren. Väter, die vor mir am Heulen waren, war mein Sohn, der hat einen neuen Stall gebaut. Wir sind total am Ende. Mein Haus im Hof verloren. Weinend, weinend.
Männer, die weinen. Gestandene Männer. Und stolze, gestandene Männer. Das ist grausam, ist das. Und das macht mich... Das geht gar nicht. Also das, aber das ist in meinem Kopf. Da kann ich mit meiner Einstellung zum Leben, da komme ich da nicht mehr klar. Da komme ich nicht mehr klar, wirklich nicht. Ja. Der Verband, in dem der Bauer organisiert ist, nennt sich Bund Deutscher Milchviehhalter. Dieser hat eine Studie veröffentlicht, die die Ursachen der letzten Milchpreiskrise untersucht. Das Ergebnis? 2015, nach der Aufhebung der Milchquote, haben deutsche Molkereien ihre Produkte zu Dumpingpreisen ins Ausland verkauft. Viel billiger als alle Konkurrenten. Stöcker ist fassungslos. Wir können hier nicht alle drei Jahre hier ins Tal der Tränen reinkommen und mit dem nächsten Plus, was wir jetzt vielleicht machen, eben hat gerade das Loch gestopft und das nächste Loch wird noch tiefer. Also da muss irgendwas geschehen. Familienbetriebe können nur überleben, wenn die Molkereien den Bauern feste Milchpreise und feste Abnahmemengen garantieren, meint Stöcker. Um die 40 Cent pro Liter. Bisher holen die Molkereien die Milch auf den Höfen ab, verarbeiten sie und verkaufen auf dem freien Markt. Erst was danach übrig bleibt, bekommen die Bauern. Von festen Preisen keine Spur. Lambert Stöckers Frust wandelt sich immer mehr in Fatalismus. Also die nächste Generation, die tut sich das nicht mehr an. Die nächste Generation tut sich das nicht mehr an. Aber bis zum Umfang. Spätestens bei der Hofübergabe entscheidet sich der Hofübernehmer, mache ich weiter oder nicht. Und dann funktioniert der Markt. Ganz einfach. Das ist Turbokapitalismus. Das ist Turbokapitalismus. Herbst 2017. Der neue Hühnerstall in der Eifel ist fertig. Heute kommen die Tiere. Bisher haben Stefan Probst und seine Eltern nur Erfahrung mit Kühen gesammelt. Hühner sind absolutes Neuland. Der Einstalltag ist dementsprechend aufregend. Schöne Hühner. Auf den Tag genau wurde die Lieferung der Tiere geplant. 12.000 Biohühner müssen nun ihren Platz finden. Der Stall besteht aus drei Abteilen, in denen die Tiere sich jeweils frei bewegen können. Ja, da muss man sich wirklich dran gewöhnen. Also das ist ja jetzt wirklich auch ganz neu für uns. Obwohl man sich ja schon mit Tieren auskennt, aber speziell mit Hühnern natürlich nicht. War jetzt schon die letzten Wochen, war doch ziemlich Stress und manchmal war man dann auch ein bisschen angespannt. Ich denke, wenn wir jetzt mal 4 Wochen rum haben, dann hat man auch vielleicht schon ein bisschen Routine und das Ganze wird ein bisschen ruhiger. Den ganzen Tag über dauert die Einstallung. Jungbauer Stefan und seine Eltern sind angespannt und nicht sehr gesprächig. Hier geht es um ihre Zukunft, ums Ganze. Bist du die Ehrfurcht vor der Aufgabe, so viele Tiere zu beherbergen? Ja, schon. Und man ist auch immer sehr nervös am Anfang, wenn Kleinigkeiten sind, vielleicht ein bisschen überempfindlich ist, weil man halt noch keine Erfahrung da gesammelt hat. Alle Zukunftswünsche lasten nun auf dem Geschäft mit den Bio-Eiern. Als wir uns dazu entschieden haben, war auch klar, dass wir den Betrieb komplett verschulden. Dass wir den Betrieb komplett setzen müssen als Sicherheit. Mit Kühen oder so hätte ich den Schritt nie gewagt. Dass für mich klar war, da ist in näherer Zukunft kein Geld zu verdienen. Mit dem Hühnerstall sehe ich, dass irgendwann wir dann können sagen, hier Bank, wir wollen unser Land wieder ohne Hypothek da stehen haben. Seit 5 Generationen hat der Hof der Probstens überwiegend von der Milch gelebt. Der Neuanfang ist auch ein großes Risiko. Zu Hause bei Familie Stöcker im Februar 2018. Tochter Christina ist zu Besuch und hat das Mittagessen gekocht. Mutter Gisela hat dafür kaum noch Zeit. Sie ist ständig auf dem Hof eingespannt. Die Arbeitsbelastung macht die Familie fertig. Ich bin 57 Jahre alt. Man schafft das auch nicht mehr so wie früher. Er ist jung, er ist voll im Saft und ihm macht das auch nicht so. Aber ich bin irgendwo an einem Punkt, wenn ich also wie jetzt diese Woche
90 oder 100 Stunden gekloppt habe, dann bin ich bin fix und fertig. Ich kann nicht mehr. Dann bin ich bin fertig. Also mir reicht's auch. Das ist auch Oberkante bei mir. Also mehr geht nicht. Nein, wir müssen einfach. Es muss weniger. Auch selbst für meinen Sohn. Das kann ja auch keine Lebensqualität sein. Also wenn man hier jede Woche 70, 80 Stunden arbeitet, das kann keine Lebensqualität sein. Das geht nicht. Ein Jahr lang haben wir die Familie begleitet. Waren dabei, als sie sich nach einer Alternative umgeschaut haben. Verändert hat sich bis jetzt nichts, trotz aller Wut auf den niedrigen Milchpreis. Es sind viele Möglichkeiten offen, müssen über viele Sachen nachdenken. Aber so richtig intensiv damit befassen, da haben wir noch gar nicht den richtigen Zeitpunkt gefunden, weil wir stehen morgens auf. Es ist ein Riesenberg Arbeit, der an dem Tag wieder neu abgearbeitet werden muss. Und wir müssen erst mal sehen, dass wir dann die Arbeit gemacht kriegen. Der Tag ist schon wieder um. Am nächsten Tag steht schon wieder so viel an. Irgendwie ist das ein Rad, was sich immer weiter dreht. Aber der Tag wird kommen, dass wir sagen, so, wir müssen jetzt mal intensiv uns hinsetzen und sagen, jetzt wird das anders gemacht. Doch das kann noch dauern. Vielleicht zu lange. Viele haben Burnout. Ja, woher es kommt. Sie werden mit dieser Situation, die auf sie zukommt, sie werden einfach nicht mehr fertig. Manchmal meine ich auch, mich hat es auch schon erwischt. Weil man kann es fast vom normalen Menschenverstand einfach nicht mehr verarbeiten. Das ist so. Das holt mich auch immer wieder ein. Gott sei Dank beschäftige ich mich da lange Jahre mit, damit ich weiß, die Realität ist so. Und wenn das Kind aber im Brunnen ist und war Wasser dran, dann ist das Kind tot. So ist das. Im Februar 2018 besuchen wir auch noch einmal den Hof Kotz. 9 Monate zuvor war der Milchpreis mit 35 Cent so, dass er wenigstens die laufenden Kosten deckte. Das bedeutete, erstmal keine zusätzlichen Schulden. Kurz vor unserem letzten Dreh ändert sich das. Also wir bekommen immer einen Abschlag zur Hälfte des oder Anfang des Monats. Und der sah eigentlich noch so aus, dass wir gedacht hätten, der Preis würde halten. Und als dann die Abrechnung kam, haben wir zuerst gedacht, es wäre ein Druckfehler, ehrlich gesagt. Und waren dann doch schon schockiert oder ernüchtert auch, als dann klar wurde, dass das die Realität ist. Nämlich? 23,5 Cent Grundpreis, ja. Wie viel liegt das drunter unter dem, was ihr braucht? Ja, wir bräuchten mindestens die 40 Cent. Alles, was ihnen jetzt noch bleibt, ist ein Gang zur Bank. Ob die weiter Kredite gibt, ist fraglich. Da kommt schon ein Anflug von Verzweiflung auf, insbesondere wenn man sieht, wie viel Geld auf einmal da fehlt, gerade jetzt auch im Frühjahr, wo die Betriebskosten oder die Betriebsausgaben für Dünger, Saatgut und dergleichen gerade jetzt anstehen, die müssen jetzt finanziert werden. Und das ist das massive Problem. Die Angst ist auch da, die Angst davor, trotz allem Einsatz irgendwann auf der Strecke zu bleiben, die ist schon da und die macht sich auch bemerkbar. Wobei bei uns halt aufgrund der betrieblichen und persönlichen Situation ja zurzeit die Möglichkeit fehlt, die Reißleine zu ziehen. Reserven haben die Kotzens keine mehr. Im Gegenteil, sie sind hoch verschuldet. Weitere Investitionen oder eine Umstellung des Hofes sind dadurch unmöglich. Anders als bei Familie Probst. Die Familie hängt am Tropf ihrer Bank, muss irgendwie weitermachen. Das Geld, das sie in ihre Stallungen gesteckt hat, sollte für die Zukunft sein, die jetzt noch schwärzer aussieht. Das wären in 2 Jahren ungefähr wären das Milchkühe, ja. Also die kleinen hier, die anderen ja schon etwas früher, aber wie die hier so in circa 2 Jahren, also sagen wir da mal Februar, dann eben 2020, dann würden die normalerweise dann ihre Kälber kriegen, ja. Noch nie war das Ende des Hofes so nah wie jetzt. Grauenhaft, ja, ist Grauen pur. Also da könnte ich mich nur ganz, ganz schwer damit abfinden, wenn man jetzt sagen würde, aus irgendwelchen Gründen, egal warum, die Ställe sind leer, die Tiere sind alle weg. Also eigentlich ein Szenario, was ich mir überhaupt nicht vorstellen will.
man ist daran gewohnt, man hat die Tiere immer gehabt. Und die Vorstellung, hier ist alles leer, hier ist nichts mehr, also. Das ist irgendwo, tja, No-Go. 2 Wochen nach unserem letzten Drehtag erreicht uns die Nachricht, dass die Bank den Dispo erweitert hat. Der Kootshof hat eine neue Gnadenfrist. Aber die 4. Milchpreiskrise in Folge ist erst am Anfang. Bei Familie Probst ist der Stallumbau mittlerweile abgeschlossen. Die Kuhherde um die Hälfte reduziert. Die Milch ist jetzt nur noch einträgliches Zubrot. Wenn der Biomilchpreis jetzt so stabil bleibt, dank Verbraucher, auch Akzeptanz und den Willen, wenn die Verbraucher wissen, wenn wir Biomilch kaufen, dann kommen auch die 50 Cent beim Bauern an. Und dadurch kann es ja sein, dass der Milchpreis im Bio stabil bleibt. Dann werden sich auch mehr Betriebe entscheiden, die es noch können, auf Bio umzustellen. Nach dem Melken ihrer Biokühe geht es nun immer in den Hühnerstall. Die Familie war in der glücklichen und seltenen Lage, einen Neuanfang wagen zu können. Für Rainer geht ein Albtraum zu Ende. Man fühlt sich frei. Man ist noch mal wie vor 20 Jahren oder vor 10 Jahren, wo man mit Krisen nichts zu tun hatte. Man weiß genau, wenn die Milch jetzt absagt, gut, die sagt ab, aber sie bringt mich nicht mehr um. Was Kollegen wie Kurt Kotz angesichts der neuen Milchkrise fühlen, kann Gabi Probst aber noch gut nachempfinden. Das tut natürlich weh, wenn du siehst, der Preis sackt wieder ganz nach unten und die anderen machen sich schon wieder Gedanken, und wie mache ich das und wie soll ich, und ich muss aber noch, weil ich ja erst vor ein paar Jahren gebaut habe und komme da aus der Sache gar nicht raus. Also das tut einem schon leid, auch für die anderen. Ne? Zumindest für Familie Probst ist die Gefahr einer Hofaufgabe erstmal gebannt. Ihre Arbeit wird wieder wertgeschätzt. Alle 2 Tage werden 20.000 Eier vom Hof abgeholt und regelmäßig und gut bezahlt. Ich hatte das Gefühl noch nicht oft, seit ich in der Landwirtschaft bin. Ja, das, man ist froh, dass man noch mal für was arbeitet, wo man auch was von hat. Und nicht nur arbeitet für die Banken und die restliche Industrie zu bedienen. Der Markt für Bio-Eier ist tatsächlich stabil. Für die Familie heißt das, endlich gibt es eine Zukunft für den Hofnachfolger.